Der Stefan wird sprechen über Friede und Frauen. Ich bin schon sehr gespannt. Und er hat das auch in Nürnberg schon getan. Und ich würde gern wissen, wie es dir in Nürnberg bei der Mahnwache ergangen ist, welche Erfahrungen du gemacht hast. Ja, mir ist es sehr gut ergangen in Nürnberg. Das war eine überregionale bayerische Mahnwache, die da stattgefunden hat. Es war nicht so gut besucht wie erwartet, aber es war eine sehr schöne Stimmung. Es waren ein paar Musikacts dazwischen und ja, war schön. Was bewegt die Menschen in Nürnberg? Ja, letzten Endes sind die gleichen Themen, die wir hier haben. Also im Großen und Ganzen Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Und Thema war natürlich Ukraine, Palästina wurde thematisiert. Und es war eine Frau aus einer Friedensbewegung, die Pax Christi heißt, die ist seit 1958 aktiv. Also es gibt jetzt in Deutschland eine Kooperation zwischen den Mahnwachen und der FRICO heißt das. Das ist die Kooperation für Frieden. Das sind halt so wie Pax Christi oder ganz viele Organisationen, die sich für Frieden einsetzen, die solidarisieren sich allmählich mit den Friedensmahnwachen. Das finde ich sehr schön. Ich auch. Bitte. Danke. Also wie gesagt, ich war jetzt in Nürnberg auf der Mahnwache, habe dort eine Rede gehalten, die ich in Wien schon mal gehalten habe. Ich habe sie gekürzt, habe sie ein bisschen verändert und habe speziell diese Rede genommen, weil ich finde, dass das meine, also persönlich finde ich, dass das meine wichtigste Rede ist. Die möchte ich da jetzt einfach auch nochmal machen. Bevor ich beginne, eine Erklärung. Also wie gesagt, ich habe die Rede schon mal in Wien gehalten, überarbeitet und dann in Nürnberg am Samstag gesprochen. Danach kam eine Frau zu mir und die sagte, ich hätte sie in der Rede vergessen. Der Name der Frau ist Michaela Raab und sie ist ein intersexueller Mensch. Das heißt, sie wurde als Zwitter, als Mann und Frau geboren. In meiner Rede aber, da spreche ich von Männern und Frauen, ich rede von zwei Geschlechtern. Somit hatte sie recht, weil ich hatte sie, also ihr Geschlecht, nicht ausdrücklich erwähnt. Aber wenn ich von Männern rede, dann meine ich damit auch schwule Männer und dann meine ich damit auch Frauen, die sich als Mann wahrnehmen und fühlen. Und wenn ich von Frauen rede, dann meine ich auch lesbische Frauen und dann meine ich auch Männer, die sich als Frau wahrnehmen und fühlen. Wenn ich in dieser Rede von zwei Geschlechtern rede, dann meine ich als letzten Endes nur ein Geschlecht, das Menschengeschlecht. Jeder Mann hat neben Testosteron auch Östrogen im Blut. Somit hat jeder Mann auch eine weibliche Seite. Und jede Frau hat neben Östrogen auch Testosteron im Blut. Somit hat jede Frau auch eine männliche Seite. Wenn ich in meiner Rede von Männern und Frauen spreche, dann meine ich jeden Menschen auch für sich allein als geschlossenes Individuum. Wenn ich in meiner Rede von Familie spreche, dann meine ich damit uns alle. Familie ist meiner Meinung nach nicht zwingend durch Blutsverwandtschaft bedingt. Familie ist letzten Endes eine Entscheidung des freien Willens. Diese Rede von mir ist meine Entscheidung, auf etwas Verheerendes in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. Diese Rede ist nicht nur eine Rede, das ist eine Beschwörung. Ich war also eingeladen, zum Thema Frieden eine Rede zu halten. Nein, das ist ein Fehler. Und beim Nachdenken darüber kam mir die Idee, dass ein Redner ja auch Visionen haben darf. Träume, Fantasien, Utopien. Und ich erzähle jetzt meine Vision vom Frieden. Es passiert schnell. Schneller, als alle glauben. Es wird ein Sprung sein. Die Frauen werden sich erheben und sie werden den Mann anhalten. Den Frauen wird etwas klar werden.
Es gibt Ethnien, Rassen, Völker. Es gibt viel. Es gibt Unterdrücker davon und Unterdrücker hiervon. Es gibt Religionen, Kulturen, Sprachen. Es gibt viel. Es gibt Unterdrücker davon und es gibt Unterdrückte hiervon. Es gibt zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Es gibt viele davon. Es gibt Unterdrücker davon und es gibt Unterdrückte hiervon. Ihnen, den Frauen, wird etwas klar werden. Und dann werden sie sagen, Moment mal, was ist denn da eigentlich los? Sie werden ganz still werden und dann hören sie eine Stimme. Mary Daly, eine amerikanische Pastorin und Frauenrechtlerin, diese Frau sagt, wenn eine Frau zur Realität durchdringt, lernt sie ihren Zorn kennen. Und das heißt, sie ist bereit zu handeln. Die Realität wird durchdringen. Die Realität. Ich frage mich, wie ist es eigentlich für Frauen in unserer, in dieser männlich dominierten Gesellschaft zu leben? Sagen wir mal Patriarchat dazu oder Androkratie geht auch, die Herrschaft des Mannes. Wie ist es für Frauen, sich einem System unterordnen zu müssen, das einem absolut männlichen Prinzip folgt, nämlich dem Streben nach mehr, nach immer mehr, nach Macht und Reichtum und Unterdrückung des Schwächeren als ewigen Kampf zur Demonstration der eigenen Stärke? Wie muss es sein für Frauen, jeden Tag von Werbung kaputt gemacht zu werden, die von Männern produziert dafür gemacht ist, ihren Geist zu verwirren, damit sie beseelt von Unglück sich durch Kleidung und Kosmetik definieren? Wie muss es für sie sein, wenn die abgefuckte Pornoindustrie aus dem Internet ins reale Leben wächst, die Menschen übersexualisiert durchs Leben rattern und Flatrate-Puffs zur Mode werden? Wie muss es für sie sein, dass sie ihre Natur in unserem System so verleugnen müssen, um Karriere zu machen, dass sie ohne weiteres in Kauf nehmen, auf das Heiligste, das Gewaltigste, das ein Lebewesen zustande bringen kann, zu verzichten? Nämlich ein Kind unter seinem Herzen zu tragen und zu gebären. Weil viele andere Möglichkeiten zur Entscheidung haben sie nicht. Entweder Karriere oder allein zu Hause mit Kindern, während der Mann im besten Fall arbeiten geht oder sie überhaupt alleinerziehend und arm sind. Und die einzige Abwechslung in dieser Tristesse sind Geldsorgen und Existenzprobleme, geschürt durch den Wahnsinn, den das Fernsehen und all die Frauenmagazine über ihnen auskotzen. Außer aber, man hat das Glück, elitär zu sein. Da kann man sich 4 oder 5 Kinder leisten und wird noch nebenbei Verteidigungsministerin, um Kinder anderer Mütter in den Krieg zu schicken. Wie muss es sein für die Frauen, wenn sie sehen, wie in Kriegen Familien getötet werden? Wenn sie sehen, wie Kinder von Frauen andere Kinder töten? Wie muss es für sie sein, wenn sie sehen, dass der Krieg das Leben frisst, das sie unter ihrem Herzen tragen? Und was sind wir Männer, damit wir das zulassen? Was sind wir Männer, dass wir das seit Jahrtausenden zulassen? In meiner Vision, da werden die Frauen innehalten. Alle. Und mit ihnen werden die Männer mit innehalten müssen. Und alle gemeinsam werden durchatmen. Ganz tief. In den Bauch hinein. Die Frau Merkel wird durchatmen. Die Frau von der Leyen wird durchatmen. Meine Mama wird durchatmen. Auch meine Oma, meine Freundinnen, meine Schwester. Die Frau Rothschild wird auch durchatmen. Frau Netanyahu wird durchatmen. Frau Assad wird durchatmen. Die ehemalige Turnerin Alina Kabayeva wird durchatmen. Michelle Obama wird durchatmen. Alle Frauen werden durchatmen. Ganz tief, tief in den Bauch hinein. Und durch das tief Einatmen
Durch das Innehalten wird es ganz leise werden. Leise. Und da, aus der Stille heraus, da werden Sie plötzlich mehr Stimmen hören. Olympe de Gouges, eine Frau, die an der Französischen Revolution beteiligt war, die dann selber am Schafott landete, als ein durchgeknallter Mann namens Robespierre im Blutrausch alle Hemmungen verlor. Diese Frau sagte, diese Revolution wird sich erst dann vollziehen, wenn sämtliche Frauen von ihrem beklagenswerten Los durchdrungen und sich des Verlustes ihrer Rechte in dieser Gesellschaft bewusst sind. Wo sind sie, die Frauenrechte? Wo sind sie wirklich in unserer Gesellschaft? Wo ist euer Recht auf Selbstbestimmung? Ich kenne intelligente, witzige Frauen, die mehr Schneid haben als viele Männer, die Mut haben, die sich einsetzen für andere, für die Umwelt, die aber trotzdem immer noch mehr Zeit für ihre Fingernägel, ihre Frisur und ihre Kleidung verwenden, als für ihre Rechte als Frau. Die sich in Hochglanzmagazinen verlieren und sich von Meinungsmachern erklären lassen, was gerade hip und in ist für sie. Nur damit sie sich die nächsten Tage nicht spüren, weil ein besonders findiger Werbestratege wieder mal ihr Gehirn durchgebürstet hat. Ich krieg schon Zustände, wenn mir irgendein schöner Mann aus einem Magazin entgegenlächelt und mir mit Raffinesse erklären will, welche Produkte mich zu einem zeitgemäßen, einen wahren Mann machen. Und das beginnt für uns Männer erst gerade jetzt auszuufern. Wie muss es euch Frauen gehen, wenn ihr diesen Werbewahnsinn schon die letzten Jahrzehnte ertragen müsst? Wisst ihr überhaupt noch, wozu ihr imstande seid? Könnt ihr es erahnen? Oder soll ich euch eine kleine Anekdote erzählen von einer Frau, die eine Revolte auslöste? Eine Geschichte, die sich Häftlinge, die selbst als Teil eines Sonderkommandos in den Gaskammern in Auschwitz arbeiteten, erzählten. Dana Cech, eine polnische Autorin, deren Vater in Auschwitz im KZ war, schreibt darüber in einem ihrer Bücher. Auf der Rampe werden Männer und Frauen voneinander getrennt. Die Frauen werden zum Krematorium 2 und die Männer zum Krematorium 3 gebracht. Es führen die SS-Männer die Frauen zum Auskleideraum. Der Befehl, sich auszuziehen, bringt Unruhe in die Reihen der Frauen. Doch die SS-Männer beginnen, ihnen Ringe und Uhren abzustreifen. Da schleudert eine der Frauen, die erkennt, dass sie sich in einer ausweglosen Lage befindet, einen Teil der schon ausgezogenen Kleidungsstücke SS-Oberscharführer Schillinger an den Kopf, entreißt ihm seinen Revolver und gibt 3 Schüsse auf ihn ab. Auch Unterscharführer Emmerich wird von ihr angeschossen. Die übrigen Frauen stürzen sich mit bloßen Händen auf die SS-Männer. Sie beißen und kratzen wie wild. Die Männer fordern Verstärkung an. Diese schießen einen Teil der Frauen nieder. Die anderen werden in die Gaskammern verbracht. Schillinger stirbt. Emmerich wird zum Krüppel. Die Frau, die den Revolver ergriff, wird noch innerhalb des Krematoriums getötet und später lagerweit als Heldin gefeiert. Obwohl nicht mal ihr Name überliefert ist. Das war das einzige Mal, dass innerhalb eines Krematoriums ein Wachmann gestorben ist, anstatt eines Häftlings. Millionen von Toten. Und der einzig tote Wachmann in den Krematorien wurde von einer Frau niedergestreckt, dem angeblich wehrlosen Geschlecht. Und was sind wir Männer? Was machen wir? Wer hat die Frauen ins Gas geschickt? Bei meiner ersten Rede, die ich hier in Wien gehalten habe, habe ich gesagt, ich glaube an das Leben, ich glaube an Zellen und Körper, ich glaube an uns Männer und an uns Frauen, ich glaube an uns Menschen. Jetzt kann wieder mit den Augen gerollt werden, aber ich wiederhole, ich halte nichts von Esoterik. Ich strebe einen naturwissenschaftlichen Zugang zum Menschsein an und wovon ich jetzt spreche, das ist simple Biologie. Aber ich sage es so, dass es mehr ist als simple Biologie. Denn es ist auch mehr, es ist auch spirituell. Wir Männer, wir tragen das Leben in uns.
Wir tragen den Samen in uns und geben ihn den Frauen. Ich habe es gemacht. Es ist mir ohne Absicht passiert, aber ich liebe meinen Sohn und ich bin glücklich darüber, dass seine Mama und ich zu blöd waren, um zu verhüten. Zufall, Schicksal, egal. Wir Männer also, wir tragen den Samen in uns. Die Frauen aber, die sind der Samen. Wir tragen das Leben in uns. Die Frauen aber, die sind das Leben. Wir geben ihnen das Leben, aber sie sind es, das Leben. Sie tragen es aus. Und jeder weiß, was ich meine. Jeder von euch kommt aus dem Schoß seiner Mutter. Aber so wie wir Menschen mit unserem Leben, mit unserer Natur umgehen, so gehen wir auch mit unseren Frauen um. Wir beuten das Leben aus und wir beuten auch euch Frauen aus. Wir beuten unsere Töchter und unsere Mütter aus. Die Natur ist weiblich, das Leben ist weiblich. Es ist die Mutter Erde, aber es ist das Vaterland. Und das Vaterland will die Erde beherrschen und zerreißen. Es will sie in kleine Stücke reißen und aufteilen auf die Stärksten. Der Mann will herrschen, will beherrschen. Die Frau aber will sein, weil das Leben an sich eine Zufriedenheit, eine Weisheit anstrebt, einen Gleichmut, eine Gerechtigkeit anstrebt, in der uns Männern, die Frauen, leider noch weit überlegen sind. Wer sind denn die Global Player, die Weltführer, die sich an Konflikten und Kriegen beteiligen? Wie viele Frauen sind denn dabei? Betrachten wir die Welt, betrachten wir die Kapitäne, die uns ins Desaster steuern. Alte Männer in Herrenbünden versammelt, schaukeln sich gegenseitig hoch, um sich noch irgendwie jung zu fühlen und machen alles platt dabei, was sie nicht besitzen können. Das Schiff ist in Schieflage, Eisberg voraus. Und ich sage, Frauen und Kinder zuerst. Und ja, es gibt sie vereinzelt, die Frauen, die ihre Karriere machen konnten in dem Herrschaftssystem, in dem Feudalsystem, in dem wir leben. Aber sollen sie uns, sollen sie euch, Frauen, wirklich als Beispiel dienen? Oder sollen eine Merkel, eine Heine Schosek, eine Maria Vector, eine Ursula von der Leyen, eine Hillary Clinton, eine Margaret Thatcher, eine Julia Timoschenko, sollte nicht viel mehr Mahnung sein, was aus Frauen werden kann, die sich in diesem patriarchalen System nach oben dienen müssen? Eiskalte Wesen, die ihre Herzlichkeit nur dann auf der Zunge tragen, wenn gerade mal eine Kamera oder ein Mikrofon in der Nähe ist. Und selbst da klappt es nicht immer mit der Herzlichkeit. Nehmen wir uns doch einfach ein Beispiel an Olympe de Gouges. Denn die sagt noch mehr. Hört ihr zu? Sie ist tot, aber sie spricht immer noch zu uns. Und sie sagt Folgendes. Mann, bist du überhaupt imstande, gerecht zu sein? Kannst du mir sagen, wer dir die unumschränkte Macht verliehen hat, die Angehörigen unseres Geschlechtes zu unterdrücken? Schau auf den Schöpfer in seiner Weisheit, betrachte die Geschlechter in der Ordnung der Natur. Allein der Mann will in diesem Jahrhundert der Aufklärung und des klaren Verstandes in durch nichts mehr zu rechtfertigender Unwissenheit despotisch über ein Geschlecht herrschen, das über alle geistigen Fähigkeiten verfügt. Er nimmt für sich in Anspruch, die Revolution für sich allein zu nutzen und seine Rechte auf Gleichheit einzufordern. Das war vor 222 Jahren. Das ist eine lange, sehr, sehr lange Zeit. Und noch länger, wenn man bedenkt, wo wir jetzt stehen. Und für uns Männer habe ich auch ein Beispiel. Ein Zitat von Ben Parker, der Onkel von Peter Parker, der Junge, der Spider-Man ist, aus dem Film Spider-Man. Dieser Ben Parker sagt zu seinem Neffen Peter Parker: Aus großer Kraft entsteht große Verantwortung. Und, liebe Männer, klingeln die Glocken? Wisst ihr, was ich sage? Sickert es durch? Frauen und Kinder zuerst.
Es mag sein, dass mich jetzt ein paar Männer als Weichei abtun, als Frauenversteher, als Warmduscher, als Feminist. Aber das ist ein Reflex. Das ist ein Reflex, weil ich mit dem Gesagten den Stolz verletze. Aber Adalbert Stifter, ein großer österreichischer Autor, hat gesagt, der Schmerz ist ein heiliger Engel und durch ihn allein sind die Menschen größer geworden als durch alle Freuden der Welt. Liebe Männer, nehmt ihn an, den Schmerz, und werdet größer. Wachst über euch selbst hinaus. Und dann müssen wir Männer dafür sorgen, dass wir mit unserer Kraft dafür einstehen, dass sich die, die uns körperlich unterlegen sind, sich entfalten können. Denn nur dann, wenn wir auf die Schwächsten Rücksicht nehmen, dann werden wir die Stärksten sein. Wir sind hier für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Und jeder Mann, der das von sich behauptet, muss sich selbst gerecht sein, muss sich seiner Stärke gegenüber gerecht sein, indem er den Frauen gegenüber gerecht ist, indem wir Männer uns für sie einsetzen, indem wir den Schwächsten helfen, werden wir die Stärksten sein. Ihr Frauen da draußen, wir werden nur gemeinsam, als Mann und Frau, als Familie, eine große Bewegung. Ich wäre nicht hier, gäbe es nicht einen Lars Meerholz und einen Ken Jebsen, einen Andreas Popp oder Jürgen Elsässer, einen Petram Chayar, einen Martin Luther King oder einen Mahatma Gandhi. Aber folgt man dem Weg, den diese Männer einschlagen, weiter, und das habe ich getan, folgt man ihren Wunsch nach Frieden, nach Freiheit und nach Gerechtigkeit, dann kommt man zu dem goldenen Käfig, in dem die Frauen gefangen gehalten werden. Ich stehe davor und ich sehe sie, ein unterdrücktes Geschlecht, dem man vorgaukelt, bedeutend zu sein, wenn sie Mode und Kosmetik als Lebensinhalt entdecken. Ihr braucht keinen Lebensinhalt, liebe Frauen, ihr seid das Leben. Und wenn ihr Frauen tatsächlich die Bedeutung hättet, die euch zusteht, dann müsste ich heute nicht hier reden. Dann könnte ich zu Hause sitzen und in Frieden mit meiner Playstation spielen. Ich bin kein Revolutionär. Zumindest dachte ich das. Aber Rosa Luxemburg, diese Frau, diese große Frau hat gesagt, zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Und wenn mir Rosa Luxemburg, wenn mir diese Frau, die für die Rechte der Frauen, die für die Rechte der Arbeiter, die für die Menschenrechte an sich auf der Straße von einem Schlägertrupp ermordet wurde, wenn mir diese Frau über ihre Geschichte ausrichtet, dass ich ein Revolutionär bin, weil ich mich gegen unser menschenverachtendes System ausspreche, indem ich es nur benenne, dann muss ich es annehmen. Denn sonst werde ich ihr nicht gerecht, sonst werde ich mir nicht gerecht und sonst werde ich uns allen, uns Menschen nicht gerecht. Aber ich möchte keine Revolution nach dem männlichen Prinzip. Ich möchte eine Revolution im Sinne der Weiblichkeit. Ich möchte eine Revolution im Sinne der Mütterlichkeit. Ich möchte eine Revolution im Sinne der Herzenswärme, unter der wir alle für 9 Monate getragen wurden. Ich möchte eine friedliche Revolution. Und das wird nur mit euch Frauen gelingen. Und in meiner Vision vom Frieden, da gelingt es. Die Frauen werden wach und sie halten inne. Sie erkennen, dass sie rund um die Welt, mal mehr, mal weniger, aber nirgendwo wirklich die Freiheit haben, die ihnen zusteht, die ihnen zustehen muss.
überall werden sie das erkennen. Die Mütter in Israel ihre Söhne losschicken müssen, damit diese andere Mütter und ihre Kinder erschießen. Die Mütter in Gaza, die ihre Söhne losschicken müssen, damit diese gegen die Kinder anderer Mütter kämpfen. Die Mütter in der Ukraine, die ihre Söhne gegen andere Väter und Söhne in den Krieg ziehen lassen, der Frauen und Kinder tötet und Flugzeuge mit Familien vom Himmel holt. Die Mütter und die Töchter, unsere Schwestern, sie werden es sein, die die Welt in den Frieden führen. Sie alle, sie werden sich erheben, gemeinsam mit ihren Vätern, ihren Söhnen, ihren Brüdern. Und sie werden gemeinsam dafür einstehen, dass die Welt, die Mutter Erde, nicht ausgebeutet, sondern befruchtet wird. Es wird ein neues Zeitalter werden. Ein Zeitalter des Miteinander. Ein Zeitalter der Kooperation. Das Zeitalter, wo den Menschen eines klar wird. Wir sind viele, aber wir sind eine Familie. Familie. Danke. Ich wäre nicht hier, gäbe es nicht einen Stefan Bartonek, der so sprechen kann, wie er jetzt gesprochen hat. Danke, Stefan, im Namen aller Frauen. Und ja, da kann man gar nicht mehr sagen. Thank you.